Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Es riecht nach Bosskampf. Ah, ja, ein schöner Boss. The area ahead looks promising. I must be getting nervous, because I'm hearing voices in my head. Whatever we're doing, we better do it fast. Agreed. But first... Ja, was machen wir zuerst? Are these the villagers? Yes, Your Grace. The Guardians have been hindering our progress through the Norsfarian barrows, but finding that place was a windfall. A runelands placed in a village in order to hide and protect it. Simply fascinating. Milu, no! What are you gonna do to us? And what have you done with my mother and father? Well, well. Aren't you a brave lad? Der Duke wieder hier. Duke, Aldous. Runelands are fickle and unreliable, and reserve their blessings for only a chosen few. Some of whom, like yourself, are imbued with their power from birth. I think you can agree that's not very fair. What's your point? If all humanity is to take advantage of the Rune Lens's gifts, the nature of such gifts must first be elucidated. History demands we walk down this path, the righteous path. Do you not agree? Still don't get what this has to do with us. See you that? It is a primal lens. The wellspring from which rune lenses derive their power. If we unravel its secrets, we can launch humanity into a bold new future. But I'm going to need your help for that, young man. You will help me, won't you? Help? Is that what my parents are doing? And the other villages you stole? The Primal Lens does not give its secrets easily. It requires sacrifice. Sacrifice? Wait. You killed them? You killed them? My arm. Hat er einfach dem Kind da den Arm abgesäbelt oder was? Sad news for the weak, I know. But the future comes at a blood price. And humanity must attain its destiny! Where are we? What's going... There! Over there! Milu! No! Oh, ja. Erstmal dem Bruder den Arm abgeschlagen, das What did you do? If it isn't the Kessling whelp. Mule all you want, boy. But I've no regret for my actions. Don't you dare gloat. Ja, ich möchte spar dir deine Schadenfreude, okay. How could you harm those innocent people?
Oh, kommt jetzt zum Duell. Ein Duell-Fight wieder mal. Der erste war nicht so gut bei mir. Unnecessary sacrifice. That much should be clear. Shut up! Okay. Oha. Zum Glück habe ich gekontert. I offered House Kessling my favor and you repay me with this folly. Doing is wrong. What I do is for the greater good, something your small mind could never comprehend. Tja, haben wir beide gekontert, schade. It is time you learned your place. Okay, der greift an. Wenn er sowas sagt, dann will er mich angreifen, dann kann ich kontern. Mann, der haut aber auch was raus, der Duke. You'd rather keep your hands clean than secure a future for your people. Damn right I would. Ja, besiegen kann ich ihn wahrscheinlich eh nicht. Wenn ich mal sehe, wie viel ich abgezogen bekomme. Greater good! Don't be so full of yourself! Says the boy with no vision whatsoever. You'd rather keep your hands clean than secure a future for your people. Damn right I would. Kraft. Greift entschlossen an, senkt rasch Gegnergesundheit, bricht Blockadepunkt, riskiert Fehlschlag, wenn Spannung gering ist. Hat er einfach weggeblockt, wa? A shame. The world could have used your talent. But you will see before you die. Hör auf mit sowas. Wir sterben hier heute nicht. Ja, komm, mach weiter. Hopp. Hopp. Also manchmal hängt es ein bisschen in den Sequenzen. What are you doing? Er nutzt die Macht der Uhrzeitlinse. Ja, komm, mach. Giving you one small glimpse of the primal lens's power. Na dann, los geht's. Zeig mal her. Understand something, little Kessling. How does one born into nobility and gifted with such incredible talent sink to treachery against his motherland? It's not... It's not treachery to do the right thing. Oh, this should be good. Do tell. If the cause were just, I would gladly lay down my life for Galdia. But this war was predicated on a lie. You wove fictions about other nations in order to declare a meaningless war. You killed His Excellency the Emperor so he couldn't stop you.
And now you're murdering innocent people to draw out the lens's power. Klingt alles plausibel. There is no justification for your actions. None. Pathetic. Is that flaccid reasoning really the best you can muster? In the grand flow of history, no one will remember or care that you had scruples. It is insignificant. That's how small men think. Small men with no vision for their country. All the same, I will do what is right. You will not shame or scare me away from it. Then, it is time you vanished from the pages of history, as all small-minded men must. Ah, sie unterstützt ihn noch. Lieutenant! Was passiert hier? Ah, der Panzer kommt. Der Panzer zur Rettung. Renn ins Forschungslabor, jawohl. They escaped. Shall I pursue them? Yes. Take the prototypes. Let the boy taste the fruit of his contributions. Mm-hmm. As you command. Will he be all right? Okay. I've stopped the bleeding and dressed the wound as best I can. He'll live. It'll be all right, sis. Oh, Milo. It's okay. I'll find a way to help the kid. What do we do now, Lieutenant? The Dukes will doubtless send pursuers after us. All villagers, listen to me. I will assign soldiers to protect you. Follow their lead and escape into the forest. Then remain hidden. But what if we can't get away? You will. Because we're going to draw the pursuers' attention. How? With with a silver blaze of glory from my very inanimate rune tank. Exactly. And while we're making a fuss, you run in the other direction as fast as your legs can carry you. All right, we'll try. We're moving out shortly. Be ready. Yes, sir. Yes, sir. Eieieiei, da ist die Kacke aber hier ein bisschen am Dampfen, ne? Ganz bisschen am Dampfen ist sie hier, glaube ich. I have some small ability with healing. Let me help you. Geil. Okay, er hat uns alle geheilt. Wir sind alle vollständig. Kann ich nochmal speichern? Was ist da passiert? Okay, der Duke hat mal so ein bisschen offenbart, was seine große Vision ist, was vorgeht. Wirklich schlau geworden bin ich daraus noch nicht. Also es war alles sehr verschwommen, was ich sagen kann. Es war ein gut geschriebene Dialoge und stellenweise auch wirklich gut vertont. Also gerade der Duke. I managed to hide this from the guards. Take it. Okay, cool. Jetzt geben die mir noch Sachen. Ich hoffe, mein Spielstil ärgert dich nicht. Okay. Keine Spur von Gegnern speichern. Alles ein bisschen eng gebaut hier. Das ist schon stellenweise bzw. streckenweise echt gut gemacht. Oh. You
Max's experiments were even worse than I imagined. I'll never forgive him! Thanks for helping my sister. I'll be okay. Wir wissen jetzt nicht genau, was für Experimente er gemacht hat, aber auf jeden Fall waren es auch Experimente mit Menschen und dass da Menschen bei gestorben sind, scheinbar. So wie ich das mitbekommen habe. Verstanden habe, besser gesagt. Es ist immer schwierig, das dann hier so live alles aufzufassen und zu verstehen. Ready when you are, Sane. Beginnen wir die Operation. Gucken, ob es was bringt. She'll be at peak pressure momentarily. We've decided we're gonna help. I want a chance to stick it to that bloated gas bag. Yes. Please take us with you. It's going to be dangerous. I don't care. The Duke has to pay. Technology is supposed to bring people happiness. What he's doing is... it's just wrong. I was too late to help my mother and father. And so many others. But I can still protect Milu and the villagers that are left. Please! All right. Hop aboard. Okay. Thank you. Aber der Duke hat auch mal gezeigt, dass er der krasseste Picker gerade aktuell ist. Also der ganz krasse Oberbabo. Das schüchterne Mädchen Yelu. You won't regret this. Neue Verbündete und Ivy kommt auch mit als Verbündete Runenarmträgerin. Also der Duke. We're leaving. See that the villagers get to safety. Yes, Mom. Mit dem es nicht zu spaßen. Er zeigt klar, warum er der Oberantagonist aktuell ist. Aktuell. Be careful, Yelu. Vielleicht steckt noch eine größere Macht dahinter, weiß man ja mal nicht. And I know that I let you down sometimes, but I promise I'll never let anyone hurt you again. Come on, Milu, we have to go. Take care of him, all right? The tank is leaving. Move, move, move. Commence operation Let's Bust Out of Here, followed by operation Crazy Havoc. Ich bin gespannt. Das ist halt krass, wenn man so einen Panzer hat, ne? In seinen eigenen Reihen. Sehr nützlich. Der mäht alles nieder. Not yet, sir. I don't like this. It's too damn easy. Maybe we need to make a bigger scene. I could fire another round toward the castle. We could try. I think something's coming. Where? Oi, ist das die große Maschine von da unten? Oder ein großes Monster von unten? Ihr habt doch einen Panzer, oder der Panzer kämpft mit, oder? Modifiziertes Exemplar W1155. So, ich arbeite auf eine Tag-Team-Kombo hin. ...112 haut hier rein, ey. Ah, gestunt, wunderbar. Valentine braucht noch. Mächtiger Schlag braucht auch noch. Magisch wird das Ding wahrscheinlich nicht angreifen. Kann man Felsenwurf machen.
Sie greift zu Ohren. Wenn beide Treffer durchgehen. 41. Should I start worrying? Helden-Kombo? Junge imperiale Kombo. Mächtiger Schlag. Sie macht die Wiederherstellungswelle und sie macht den Blendernebel, der hoffentlich durchgeht. Das ist ja ein bisschen verfehlt. So wie jetzt, jawohl. So stelle ich mir das doch vor. Jawohl. So muss das. Also für 174 lohnt sich das jetzt nicht unbedingt. Muss ich ehrlich sagen. Lieber das, ein Schnellschlitzer. Normaler Angriff. So, kann einen Felsenwurf machen und Angriff. Zack, zack. Ist nicht mehr so blind. Ist leider nicht mehr so blind, das Ding. Aber es ist schon rot. So, kannst den Angriff, das nochmal so. Jetzt können wir mal die Wiederherstellungswelle machen. Ach, aber es hat gereicht, wunderbar. We won. Somehow. Peridot-Armreif. Wiederherstellungsrauch. War okay. Ich dachte, der Panzer hilft vielleicht ein bisschen mit. Was war das Ding? Does the Dukes have monster henchmen or something? Don't be a ninny. Still, that thing was trying to block our escape. Yes, and stranger, I could sense runic power coming from it. The same power as in the lenses. We've seen monsters with raw crystallized lens material in their bodies before. Ich glaube, da kommen noch mehr Monster, die mich auf der Flucht. I'm talking about something more focused and pure. Die mich hier daran hindern wollen. Save the chatter for when it matters. We got company. Cool. Brace for battle, everyone. Ach du Kacke, Walter, was haut der denn hier raus? Was sind denn das für Monstrositäten? Schweres modifiziertes Exemplar B1929. Das ist nicht so lecker. Gut, der hat erstmal gar nichts. Auch nichts. Ich will meine Heilungswelle. Und mal den Felsenwurf probieren und hier erstmal normaler Angriff. Okay. Physischer Angriff komplett. Bringt ja gar nichts. Okay. Das hätte mir mal vorher jemand sagen können. 119, der Steinwurf. Okay, kein physischer Angriff. Lul. Geil. I'm over here. Bringt der mächtige Schlag ja auch. Wie soll ich denn das Ding umlegen? Ich hab doch nicht so viele Zauberer.
kann das vielleicht mal probieren, den blendenden Nebel, aber... Okay, er hat schon mal verfehlt. Heißt das, ich könnte jetzt angreifen? Ich mache auf jeden Fall den. Ich probiere die Helden-Kombo, keine Ahnung. Kann ich ihn jetzt angreifen? Okay, das geht durch. Das ging auch durch. Okay, ich muss das Ding blenden und dann angreifen. I get it. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Das hat richtig was gescheppert. Kann ich das noch angreifen? Ja. Das machen wir so. Nee. Wiederherstellungswelle. Und sie blendet das Ding nochmal. In der Hoffnung, dass das was bewirkt. Das macht gut Schaden. Gut, es ist im gelben Bereich. Es ist im gelben Bereich. Schau mal, da kommen nicht noch mehr Monster. Warum greift mein Panzer eigentlich nicht ein? Das ist auch so eine Sache, die ich mich frage. Das nochmal. Sie muss auch angreifen. Bevor er wieder sehen kann. Yes! Jawohl! Geht doch. Herausfordergürtel über überlegende Belebungsmedizin. Und Level 38 alle. Wunderbar. Tricky, bisschen um die Ecke denken. Okay, what's going on? This one and the last were both fitted with rune lenses. And regules too. A monster with a fully kitted lens. I really hope the Duke isn't making those things in his facility. Ich glaube doch, dass der die... Noch eins! Nein, das ist sie jetzt. Huch, drei Bosse hintereinander. Well, I suppose that's what you get with prototypes. You! Those monsters were prototypes. Explain yourself! Oh, da ist sie nicht mehr so schüchtern. Oh, what am I to do with you? Oh no, not again! Oh Mann, ey. Let's get this over with. Das ist jetzt der richtige. Synthetisches Exemplar R0812. Meine, Ressourcen sind gut aufgebraucht. Schon krass. Also was die andere Storyline nicht an Action hatte, holt das hier wieder ganz schön raus. Eieieiei, was machen wir?
sind alle eigentlich ganz gut geheilt. Dann könnte ich mal ein paar Gegenstände rausfeuern. Was machen wir? Machen wir noch einmal. Ja, er braucht nichts. Er kriegt jetzt 45 nochmal. Sie kann schon mal ihn erblinden lassen. Bei so einem Drachen komme ich sogar aus dem Lurk. Endlich geht's mal zur Sache. Also jetzt kannst du dich eigentlich nicht mehr beschweren. Das war jetzt viel Action, was hier abgeht. Also die Action hat gut zugenommen. Nee. Ich will auf die Combo sparen. You won't hit me. Angriff. Nee. Sie macht einen normalen Angriff. Ja. Schönes Ding. Schon wieder daneben. Also das Blinden ist Gold wert. Und die Musik ist auch super. Können wir jetzt eine Combo? Ja. Gucken wir mal die Combo. Ob die scheppert. Sie kann sich mal einen Gegenstand reinknallen. Oh nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Schön blenden weiter. Das müssen wir aufrechterhalten. Das war ein heftiger Angriff. Jetzt aber richtig hier. Schneller Schlitzer. Angriff. Runenlinse. Wiederherstellungswelle. Ich probier's mit dem Felsenwurf. Und sie kann nochmal angreifen. Schön daneben gehauen. Das knallt. Was macht die Erde? 122. Da geht er in den gelben Bereich. Das gefällt mir. Jetzt mal normal angreifen. Schneller Schlitzer. Angriff. Hildi macht einen Angriff. Wir machen den Erdangriff. Können wir nicht mehr. Kostet zu viel. Dann kann er eigentlich... Die macht auch nicht so viel Schaden. Den Blendernebel. Ich hoffe, das ist der letzte jetzt. Jetzt macht er nochmal seine Feuerattacke. Haha. Okay, 130, sehr cool. Schwertring, aber er ist schon sehr stark geschwächt. So, heilen bitte. Und Angriff. Das sollte passen. Oh, 130. Oh. Das war's hoffentlich. Oder muss ich noch gegen sie? And that was one of the more complete specimens too. Hm.
Da müsst ihr wohl noch ein bisschen dran arbeiten, würde ich sagen. How? Are you controlling those monsters through the lenses? Why would you do such a thing? Because they have utility as weapons. No way. This is the Duke's so-called progress. Monster or not, they're living things, and it's wrong to experiment on them. Sehe ich auch so. That's not technology! No way! I refuse to call it that! Call it what you will, it matters not. This next specimen was completed after we increased the Primal Lens's level of awakening. And it will finish you. Wollt ihr mir erzählen, dass sie mir 4 Drachen hintereinander reinprügeln wollen? Grill, du hast es heraufbeschworen. Das war bestimmt nur der kleine Babydrache. Jetzt kommt passend zum Tag noch der Vater. Oh, and we have your reclusive people to thank for that, girl. My parents. No. Na wunderbar. If it helps, there was a noble sacrifice for the betterment of humankind. I've heard enough. How you could call any part of this noble? How you could think you're bettering anything? There's not a shred of justice in you people. I agree. They're enemies of the world who must be stopped. For the sake of the Empire. Da kommt der Dicke. Gottes Willen. Da musst du ja... Also jetzt kann ich mit der Kanone feuern. Endlich wird der Panzer eingesetzt. Vielen lieben Dank. Ja, jetzt muss ich mich aber auch mal nach vorne beugen. Ne? Kennt man ja immer so. Jetzt wird's kritisch. Jetzt muss man sich mal nach vorne beugen. Konzentrationsmodus. Ich schwitze auch ein bisschen, muss ich sagen. Ist sehr warm hier drin geworden. Was machen wir? Ich muss auf jeden Fall heilen. Weil ich ja doch ganz schön auf den Sack gekriegt habe in der letzten Runde. So, dann heilt er mal hier gleich. Erstmal normale Angriffe. Ausweichen. Bombardiere Feind mit Runenpanzer. Massiver Schaden. Nach Einsatz 2 Runden unbrauchbar. Okay. Sie kann den schon mal vielleicht wieder blind machen. Papa Drache ist da. Oh, es hat keine Wirkung auf ihn. Drei Schaden, cool. 1000 Schaden. Nun gut. Also mit 3 Angriff braucht er nicht angreifen. Der kann auch nichts mehr machen. Außer angreifen. Und sie muss auch angreifen. Oh, 82. Wunderbar. Sie hat auch nur 7 Schaden gemacht. Cool. Immerhin 70 Schaden. Ich glaube, wir sollten uns alle verteidigen. Bei dem Angriff. Oder man müsste jetzt die Kanone abfeuern. Okay, es lädt sich immer noch auf und ich kann die Kanone abfeuern. Das sollte jemand machen, der gleich dran ist. Muss erstmal gucken, wie lange lädt er sich auf.
Mach schon mal die Wiederherstellungswelle sicherheitshalber. Aber kann sie den bedienen? Das ist die Frage. Ob sie den bedienen kann. Oh, er ist gestunt. Krass. Ich glaube, sonst wäre ich weg gewesen. A32, wunderbar. Eine Chimäre. Chimäre. Wie auch immer man das aussprechen möchte. Was machen wir? Schnell einen Schlitzer machen. Ah, sie muss mal mit auf Magie. Wir müssen so wie mal Schaden kommen hier. Ich versuche das nochmal. Ob ich ihn vielleicht blenden kann. Nö, bringt leider gar nichts. Cool. Einfach gar keinen Schaden machen. So, mit der Kanone muss ich halt warten. Nee. Ich wollte das nochmal. Ich will nochmal die Helden-Kombo, die Dreier-Kombo ausprobieren. Ob die vielleicht noch was bringt. Also verteidigen. Nee, du kannst eigentlich Gegenstände benutzen. Das können wir doch machen. Angriff. Angriff. Immerhin 66. 55. 35. 53 auch nur. Cool. Ich glaube, man muss es echt... echt über den Panzer machen. So, Combo. Oder was habe ich noch? Was kannst du noch für Gegenstände? Magischer Tropfen auf. Mach mal auf ihn hier. Machen wir mal so. Und Panzer abfeuern. 1000 und gestunt. Das ist mal Schaden. Oh, es ist rot. Es ist böse. Ich finde es gut, dass die Frau mit ihren Fäusten mehr Schaden macht als die zwei Soldaten mit einem Schwert. Das finde ich auch sehr interessant, aber sie hat Wunderfäuste, glaube ich. Wenn sie auch die Macht der Linsen in sich trägt, kann sie vielleicht besser raufkloppen damit. Hier, die Chimäre ist sauer. Und ich habe Schiss. Was passieren könnte. Ja, mal das. Ausweichen. Verteidigung. Vielleicht kann ich es jetzt blenden. Mal gucken. Bin jetzt leider erstmal raus. Ich muss zu meinen Eltern zum Kaffee. Ich wünsche dir was viel Glück noch bei der Chimäre. Ich danke dir. Ich wünsche dir viel Spaß beim Kaffee trinken mit den Eltern. Hab einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein. So, die Chimäre ist rot.
mein Panzer noch nicht einsatzbereit. Hoffentlich überlebe ich das. Oh, meine Verteidigung, falls... Was ist denn da Wind? Angriff. Hau mal rauf. Ah. Das hat sie nur, da angegriffen? War das der Konter? Auf jeden Fall ist er paralysiert scheinbar. Das ist ein vernichtender Schlag. Heiliger Bimbam, was ist hier passiert? Der muss den Panzer bedienen. Der muss den fucking Panzer bedienen. Damit wir hier noch durchkommen. Kann sie nicht mehr. Cool. Ich setze alles auf den Panzer. Gut. Geil. Rune des Sturms, geil. Alter Vater, war das ein Kampf? War das eine Sequenz? Besser gesagt. Leck mich am Poppes. Justice. We'll never lose to you. Oh, then we'll just try another. Nope. No more monsters. Hold on, everybody. I've got one more trick up my sleeve, and it's a doozy. Ich bin gespannt. What are you? Compression combustor fire! Victory! What's Master Sane doing? So. What is necessary? Geil. Hat Spaß gemacht. Erstmal mit Papa reden. Everything we saw and heard at Guardhaven Castle. Erstmal Papa-Bericht erstatten. What would you have me do with this? I trust you to decide, Father. There's no evidence. Even if I did get this to General Goldwyn, nothing would come of it. Save the Duke's wrath. I know. As the head of House Kessling, I must put the protection of our family first. Your actions amount to treason against the Empire, and I cannot condone them. Oh, Papa. Before your mother notices your home. I understand. Papa. Once I go, I promise to never return. Thank you for all the sacrifices you made for me, Father. Why, Sane? My brother told me time and again. Arthur. Yeah, Arthur. Yes. He always said... The greatest glory comes from doing right. I see. Goodbye, Father. I told you I could not condone your actions as the head of House Kessling. But as a father, I could not be prouder of both of my boys. Stand by your principles, my son. Yes, sir.
Das schön. Papa steht doch hinter ihm. Insgeheim. So, zurück zur Allianz, würde ich sagen. Und da sind wir auch. Oh, das war ganz schön aufregend. 26 Stunden sind auch voll. Und ich bin auch voll für heute. Das hat mir gereicht. Also jetzt die letzte Sequenz. Huiuiuiui. Da bin ich aber ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Was waren das? Vier Drachen hintereinander? Leck mich am Poppes, Alter. Da musst du aber auch gut Ressourcen haben und das, glaube ich, auch gut runterspielen. Das war nicht ohne. Uiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.